trainieren alle sehr hart, jetzt im Sommer, dass wir im Winter topfit sind. Und es läuft so ab, dass wir eigentlich unterschiedlich, am Montag haben wir meistens Spiele, Dienstag ist Kraftraum am Morgen und am Abend. Am Mittwoch haben wir einen Regenerationstag, da sind wir im Yoga. Am Donnerstag haben wir am Abend im Eistraining und am Vormittag auch Krafttraining. Und am Freitag ist meistens Zirkeltraining und am Samstag entweder Karre oder Boxen. Jetzt ist ein neuer Trainer, jetzt ist eine neue Chance, jetzt kann ich mich neu beweisen. Und ja, jetzt fällt mir im Sommer dann viel körperlich, dass ich viel aufbauen kann und das braucht es in der EBL und ja, das ist eigentlich mein Ziel und wenn ich das habe, dann habe ich eine gute Chance, dass ich mich da auf Fuß fassen kann. Der Ziel mit den jungen Spielern ist, dass mit dem Hardtraining jeden Tag, wir wollen, dass sie das nächste Niveau erreichen und kämpfen für einen Platz in der Bulldog-Schwestermannschaft.